Ja, und so beginnt die letzte Etappe des Spiels. Kapitel 8, der Saal der Sterne. Das ist also der Ort, den die Sects suchen, um mit ihrer Macht ihren Anführer, das ultimative Böse, Gom, ich nenne ihn Gom, weil Gom böser klingt, wieder zu erwecken. Und auch das sagenumwobene Schwert Grillzange muss sich im Saal der Sterne befinden. So sagen es die Legenden. Und jo, wir müssen also die Sects besiegen. Er hat gerade Asunai erwähnt und wir werden jetzt noch ein wichtiges Buch lesen, und zwar ist das die Geschichte der Asuniten. Denn die Asuniten spielen auch in Dungeon Siege 2 eine wichtige Rolle. Und da will ich euch die Geschichte nicht vorenthalten. Leni braucht definitiv ein paar Heiltränke. Ja. Geschichte der Asuniten. Die Anhänger des Asunai sind seit etwa 2 Jahrhunderten vor der Gründung des Reichs der Sterne in den Agalanischen Bergen belegt. Schon damals verfügten sie über die gesammelten Zeugnisse dutzender Generationen Gläubiger. Die ersten Schreine der ewigen Passion wurden bereits im 7. Jahrhundert entlang der Legionärsrouten errichtet, wo sie müden Reisenden, die gewillt waren, sich Predigten über die Taten Asunais anzuhören, kostenlos Nahrung und Obdach boten. 100 Jahre nach den ersten Auftreten gab es in mehr als 60 Dörfern des Reiches blühende Gemeinden frommer asunitischer Gläuber. Die einfache asunitische Lehre, die weltliche Entlohnung für harte Arbeit versprach, war viel einfacher zu verstehen als die abstrakte, häufig unbelohnte Anbetung der weit entfernten Herrscher der Sterne. Anhänger brauchten nur ihren Glauben in die Stärke Asunais des Verteidigers kundzutun und symbolisch unter seinen heiligen Schild hindurchzuschreiten, um als Mitglieder seiner Gemeinde aufgenommen zu werden. Es heißt, dass in seltenen Fällen Kinder von äußerst gläubigen Anhängern Asunais in geheimen Zeremonien mit dem Mal des Feuers versehen werden. Angeblich wird diesen Kindern eine tödliche Wunde beigebracht, bevor sie durch eine einfache Passage unter dem heiligen Schild wieder zum Leben erweckt werden. Also, es gab viele Asuniten, weil eben der Glaube viel näher war als der Glaube an die Herrscher der Sterne. Offensichtlich ist es so. Gut. Oh Gott. Oh Gott. Sie kommen. Sind das eigentlich auch Sekten? Sehen ein bisschen aus wie Minotauren irgendwie. Ich habe eben schon wieder diesen Fluss gehört. Wo sind wir hier? Wir sind an einem Ort verheert durch das Böse. Tötet die vermaledeiten Magier. Oh mein Gott, ein Sek Elite-Bogenschütze. Und der ist gar nicht gut. Da sind auch jede Menge Bogenschützen. Ich krieg gleich das Kotzen. Merik, ich habe das Gefühl, zurzeit geht sowieso alles auf Leni. Oh, die sind alles. Du könntest also. Learn. Mucosa-Jäger. Oh Gott. Helfe deinem Freund Boryev, Miri. Ach, die sind. Ah, okay, die sind eingesperrt und jetzt werden sie freigelegt. Stopp. Boryev hat keine Tränke mehr. Das müssen wir definitiv. Ach, ah, ja. Schon klar, das geht jetzt nicht. Wow! Wo kommen denn die auf einmal her? Ich bin gerade so erschrocken. Weil ich diese fetten Viecher vor meiner Haustür flanieren sehe. Und mit Haustür wisst ihr genau, was Merik, weiß ich mal.
Puh. Oh Gott, wir hören die Schreie der Verdammten. Ehrlich gesagt habe ich Angst, mich weiter in diesen Katakomben zu bewegen. Ulora, du kannst auch mal was abgeben. Du kannst da was abgeben, du kannst da was abgeben. Da. In den meisten Fällen bleibst du doch verschont bisher. Was ist Leni mittlerweile? Immer noch Verfechter, okay. Wo müssen wir lang? Müssen wir hier lang? Wir müssen wahrscheinlich da lang. Was ist hier im hinteren Bereich noch? Pika beschwören. Pika, Pikachu! Nein, das war schlecht. Oh! Hein! Moin! Wer ist hier der größere Narr? Ich hier drin, sicher eingeschlossen, wo es die Sex nicht interessiert? Oder ihr dort draußen, mit nichts zwischen euch und denen? Bevor mich König Conrad eingesperrt hat, hatte ich bloß die Freiheit zu verhungern und im Regen zu schlafen. Hier drin geht's mir gut. Hervorragend. Hab ein bisschen mit den Wachen gehandelt und mit den Insassen. Das Übliche eben. Interessiert an meiner Ware? Ich denke, einiges von deinen Sachen könnte man definitiv in Betracht ziehen. Zum Beispiel diesen goldenen Panzer. Der natürlich meine Rüstungspunkte in ungeahnte Höhen schießen lässt. Was haben wir hier noch? Gott, was sind das für Viecher? Der ist gut, den nehme ich. Mehr Rüstung. Nein, ich muss jetzt wirklich darauf achten, dass ich stark gerüstet bin. Ansonsten könnte ich Probleme bekommen. 30. 30 plus 6. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Nehmen wir den noch dazu. Vielleicht noch ein anständiges Schild, das wäre... Das wäre sehr gut. 62. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt guckt euch an, wie schön wir gerüstet sind. Mit fast 600. Noch eine Waffe vielleicht, eine schöne. Schade, schade. Ansonsten nichts weiteres mehr. What? Er kann das Sexschwert benutzen. Krass. Ich werde jetzt mal eben cutten und dann werde ich kacken und dann mache ich weiter und vielleicht sind einige noch besser ausgerüstet. Bis gleich. Also es stimmt draußen wirklich böse. Ich habe Angst, dass irgendwas in mein Zimmer reinkracht, aber in Ordnung. Ja, wir sind fertig ausgerüstet für den letzten finalen Kampf. Leni hat mittlerweile eine Rüstungsklasse von 570, Gyon ist bei 550, also richtig krass. Und er hat jetzt einen Kriegshammer, der ihn einen Schaden jenseits von Gut und Böse machen lässt. Also 259 bis 309, das ist weit mehr als Leni. Und ja, wir sind eigentlich jetzt ganz gut ausgerüstet. Ich habe meine Inventare voll mit Tränken gekloppt und ich denke, dass wir jetzt eigentlich nicht mehr den Kürzeren ziehen dürften. Was habe ich vor 5 Sekunden gesagt? Ich glaube, ihr erinnert euch noch. Merik ist das schwache Glied in meiner Kette. Brutaler Bogen. Oh.
Oh, Leni ist weg. Naja, gut. Das dürfte so schon irgendwie passen. Das ist übrigens haarscharf. Denn wenn jetzt auch noch Sikra gestorben wäre, dann hätte ich das, dann hätte ich laden müssen. Dann hätte ich... Ich habe vor... Dieses Spiel straft mich unfähig. Es ist wirklich... Ich habe vor 2 Sekunden gesagt, jetzt dürften wir nicht mehr den Kürzeren ziehen. Und jetzt stirbt meine halbe Gruppe. Ich weiß jetzt leider nicht, wann ich gespeichert habe. Mann, das ist doch nicht wahr, ey. Tu was, Eberhard. Selbst Eberhard hat überlebt. Nur die fucking Magier wieder nicht. Weil sie sich nicht in Reih und Glied stellen können. Mann, wie lange dauertest du, Sikra? Was ist das, ey? Und sonst so. Schlechte Laune. Oh. Schlechte Laune. Fuck you, ey. Bis gleich. So, nerv, nerv. Meine Gruppe ist wieder vollständig. What the hell? Geflügelte halbe Hähnchen. Verkohlt. Also den Broiler möchte ich nicht mehr essen. Das sieht mittlerweile auch sehr merkwürdig aus hier, finde ich. Wie kann es solche Kammern bitte im Königspalast geben? Wenigstens die Magier sind noch die ganz normalen. Und nicht die verbesserten Elite-Versionen. Dead. Wir müssen uns wirklich vorsehen jetzt. Trotz meines Upgrades scheine ich immer noch nicht viel stärker zu sein als die Gegner. Lava-Teufel! Was für vermaledeite Kreaturen. Hauptsache, du lässt Glörn in Ruhe, du Mistvieh. So. Du hast da einen schönen Ring gefunden. Und dieser Ring erhöht die Fernkampffähigkeiten um 2. Das ist ein Ring für Ulora. Meisterscharfschütze ist sie nun. Mein Gott, was ist das da oben? Das hier ist aber definitiv die Folterkammer. Ein Schelm wäre dabei. Pervers. Los, Damage Dealer Gyorn. Klopp mit deinem... What the fuck? Hexenmeistergespenst. Er verschießt Laserstrahlen. Oh Gott, das ist verdammt böse. Es sieht, ich meine, es sieht auch total böse aus. Es ist wirklich nicht nett. Wehret euch. Wir werden also zum Ende hin nochmal mit reichlich neuen Gegnertypen beschenkt. Ich
Ich glaube, da hat gerade einer nach mir gerufen. Ich krieg das Kotzen hier.